tief auf den Grund der Finsternis. Also das letzte Mal habe ich Kaya irgendwo im zentralen Coertas gesehen, glaube ich. Irgendwas Stufe 40, 30, 40 rum. Oder? Also wenn ich es recht in Erinnerung habe, ich weiß es nicht mehr genau, wie weit Kaya war. Ich weiß nur das letzte, was ich noch gesehen hatte. Ich weiß nicht, ob Kaya in der Zeit noch weitergespielt hat. Dieser Planet wurde von einer Krankheit befallen. Sie verwandelte seine einst klaren Seen und Meere in brackige Sonne. Aber die Melodie von dem Lied ist drin, ne? Das ist die Melodie von dem Lied eben. Machte alles nur noch schlimmer. Ja, ist ja nicht schlimm, wenn man nicht so weit ist. Ne? Rein theoretisch. Ich habe mein neues Lieblingslied gefunden übrigens, ne? Leute, ich habe echt mein neues Lieblingslied gefunden. Neben dem Theme von Heidelin. Und dem einem von Heavensward. Die drei Lieder. Mann, verwuss. Definitiv. Richtete sich die Wut nicht mehr gegen die Krankheit selbst, sondern gegen die Erkrankten. Gut, das hat aber nur im Spiel gehabt, jetzt nicht im Stream, glaube ich. Ich habe echt Angst, dass das jetzt abstürzt, ja, das. Ja, bis Heavensward hast du. Die anderen drei Addons hast du noch nicht. Kein Problem. Ja, ich weiß das jetzt aber auch nur, weil wir uns da ja neulich drüber unterhalten hatten. Also sonst wüsste ich das jetzt auch nicht. Hatte dich auch nicht. Hatte dich auch nicht, genau. Hatte dich auch gefragt, wie weit du die Addons hast.
Ich muss dich härter echt zusammenreißen, hier nicht die ganze Zeit zu tanzen, so wie ich auf den scheiß Kampfhut zu konzentrieren. Das ist, warum packen sie so eine geile Musik in die Idee? Warum? Ich heule gleich, ey. Okay, die fühlen die Story zu 100%. Boah, bist du hässlich! Okay, das kann wehtun. Okay, das kann sehr wehtun. Ich glaube, der Heiler wird etwas zu tun kriegen dann später. Autschi. Sorry. Ich hoffe, ich stehe richtig drin. Nein! Oh, shit. Oh! Okay, das dauert, bis ich das kapiert habe. Ich glaube, die anderen waren aber bestimmt schon mal drin, oder? Hi. Das dauert immer so Jahre, bis ich irgendwas kapiere. Man bedenke, es ist schon spät. Es tut mir leid. Hallo. Hey, die Zeckmarker krieg ich. Irgendwas muss ich hinkriegen. Wenn ich sonst schon nichts hinkriege. Oh, shit. Nein! Hi. Nee, bin ich ganz tot. Nur von mir zu gut, echt. Komm schon, stirb einfach. Gott sei Dank. Die letzte Seele schließlich sprach. Ach, wäre ich doch nie geboren worden. Fortschritt zu vertreiben. Doch das gerettete Leben fiel schließlich den Flammen des Krieges zum Opfer.
Streben nach Freiheit und Glück führt letztendlich zu Missgunst und Mord. Ist für mich dabei. Oh. Lass das Stern beginnen. Habe ich mir gedacht. Oh, ich bin nicht allein gestorben. Nein, warum willst du mich als erstes retten? Gott sei Dank bin ich schon tot. Oh Gott. Sorry. Nein. Sorry. Ich komme doch nicht mal dazu, überhaupt anzugreifen. Gut, ich versuche mir irgendwie an dem Heiler zu halten.
Ist mir scheißegal, ob ich dem jetzt am Arsch klebe. Hi. Arsch. Gut. Oh mein Gott. Habe ich das nicht bis jetzt gerade wieder hin? Oh mein Gott, ich will nicht mehr. Oh, warum wollte ich das heute durchzocken? Na ja, stimmt, weil ich sonst nicht schlafen kann. Nein! Wie habe ich das denn geschafft? Okay, jetzt. Außerdem bin ich gerade selbst von mir überrascht. Wie habe ich das denn hingekriegt? Der letzte Überlebende schließlich sprach. Ich krieg was. Ach, wären wir doch bloß nicht so mächtig gewesen. Ui. Das ist aber hübsch. Also echt hübsch. Alter. Okay, hier möchte ich irgendwann mal ein Bild machen. Anders fand ich eine Zivilisation, die alle Kriege hinter sich gelassen hat. Das ist echt voll schön. Und Rationalität ging die Wertschätzung des Lebens verloren. Der Anfang vom Ende. Irgendwann gehe ich mal mit einer Gruppe rein, mit Leuten, die ich kenne. Und dann machen wir hier Bilder. Ich will Bilder. Sofort. Hübsch. Hier, Foto machen. Am besten direkt neben den Monstern. Kommt, gibt's mir. Das Geilste ist, Frischus meinte nur so, okay, wie lange machst du dann, wenn du jetzt Endwalker durchziehst?
hat er halt nur so gefragt, okay, das wird dann bestimmt bis 2 Uhr morgens. Ich so, nein. Also, das wird bis 2 Uhr morgens. Ich glaube, ich schaff's vor 2 Uhr morgens. Ist jetzt einfach mal so eine Behauptung. Wie kommt denn darauf? Ich weiß es nicht. Die letzten Streams gingen alle bis 2 Uhr. Also außer die jetzt in der Woche. In der Woche war jetzt ja relativ früh immer. Oh Mensch, wo habt ihr denn euren ganzen Schaden? Musik, ey. Ich komme da nicht drauf klar. Die Musik ist so schön. Ich möchte doch mal alles neu erleben. Das hebe ich mir für einen Boss auf. Nein, das hebe ich mir für einen Boss auf. Ich hoffe, das bleibt auch. Den zusätzlichen Schall kann ich für einen Boss mehr gebrauchen. 12-7 ist. Oh, das dauert. Das dauert. Ja. Gut, ich weiß nicht, ob nächste Woche, aber ab übernächste Woche gibt es auf jeden Fall wieder Final Fantasy 3. Wobei rein theoretisch morgen könnte ich ja auch mit Final Fantasy 3 starten. Oder wir spielen morgen als erstes Tales. Ich weiß es noch nicht. Ich hatte ja auch gedacht, dass wir mal wieder, also ist jetzt an dich gerecht, Kaya, dass wir mal wieder FF14 zusammen im spielen. Problem wird wahrscheinlich eher die Warteliste sein. Morgen. Gehe ich mal von aus. Fertig. Vor allem steht uns doch ein Prüfungsgang bevor, ne? Ich bin im Pad drin. 240, Alter. Wie lange hast du jetzt gewartet, Papa? Bitte lässt du keinen Strich in die. Mach gerne. Ich war ja schon am überlegen, aber das ist bei dir ja schlecht. Bezüglich Gwendolyn. Dass man halt sich vorher schon in die Warteliste stellt. Aber es kommt ja darauf an, was man zockt, ne? Rein theoretisch. Weil sonst macht dein PC das ja wieder nicht mit. 3,5 Stunden, Alter. Mann, boah, das tut mir echt leid. 3,5 Stunden ist echt heftig. Achso, das ist diese Glob Cheese. Nichts gegen Gwen. Ist aber nun mal so. Okay, das ist ein verdammt schöner Boss. Ohne Scheiß. Das ist ein verdammt schöner Boss. Mit Metterlingen. Die tun bestimmt Aua. Nee, die tun bestimmt Aua, Aua. Wie das gerade aussieht. Das glaube ich ja weniger. Okay, unser Heiler kennt das auf jeden Fall. Ich bin wieder dem Heiler am Arsch. Der Heiler weiß, wie es wo lang geht. Denk, wenn das hast du nicht gehört. Was? Hier hüpft es umher. In einem armen
des Todes. Autsch. Ich möchte was, wenn ich nicht hören, wie meine Geräusche sich in echt so anklingen, ne? Anhören. Das will ich aber nicht wissen. Oh, stick, 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 stick. Wie weit bist du eigentlich, Mappa? In der Story? Weil du das schon gesagt hast, es tut mir leid, falls ich es überlesen habe. Einfach kein Kommentar. Auf dem Mond habt ihr ja schon nur ein Schwert anvertrieben. Ah, okay. Ich hasse es, wenn ich Autschi kriege. Ich sterbe doch gleich wieder. Ja. Kein Kommentar. Wer ist der Kartoffelwurst? Manchmal möchte ich an die Heiler am liebsten nur einen Entschuldigungsbrief schreiben, dafür, dass ich denen so viel Arbeit bereite. In neuen Indies. Ich finde es manchmal echt peinlich. In manchen Indies funktioniert das halt echt mega gut alles. In manchen kriege ich es einfach nicht gerellt direkt beim ersten Mal. Zum Kotzen. Nein, Kaya, darfst du nicht. Das wird nichts. Nein! Und raus! Und verpiss dich. Das überlebe ich nicht. Das überlebe ich nicht. Alter, bemühe dich doch nicht. Scheiße. Das habe ich verkackt. Archie? Nein, Kaya, nein. Geschafft. Dann kommt nur noch der letzte Bosskampf. Oh, eine Notenrolle. Sehr schön. Ich glaube, ich kann das überspringen. Ich hab's einfach gemacht. Ach, Heiler. Passt.
Ich krieg die Notrolle sowieso nicht, aber ich warte trotzdem. Komme da bitte. Jetzt starrt mich an. Durchaus, danke. Gott, wer war so blöd und hat mir ein WS gegeben? Wer war so blöd? Ich habe den Boden getankt, Leute. Warum kriege ich denn bitte ein WS? Bitte alles auf den Heiler. Ihr steht noch. So etwas Stasi, ja, das habe ich noch nicht erlebt. Bei dem Anblick verspüre ich beinahe so etwas wie Wärme in meiner Brust. Das wird den Sternen, die mit mir verschmolzen sind, gar nicht gefallen. Mhm. Also, wollt ihr nicht langsam aufgeben? Nö. Was soll ich noch tun, damit ihr eins mit uns werdet? Gar nicht. Es stimmt. Jeder von uns hat einen Punkt, an dem er nicht mehr weiter kann. Und wenn es soweit ist, reicht ihm jemand die Hand. Immer wieder, bis wir das Ende aufgehalten haben. Ach ja. Hinter jedem Hoffnungsschimmer lauert ein Schatten der Verzweiflung. Ich habe Vögel noch nie so sehr gehasst wie jetzt. Die Reihe von heute ist die Tower von morgen, Tag für Tag. Solange du lebst. Ah, okay, dann weiß es. Dann weiß es. Und dann weiß ich definitiv, wo du bist. Das ist unser Endboss. Bei den Göttern. Ja. Gegen das Viech darf ich gleich kämpfen. Ich und sieben andere. Aufgepasst! Schmerz. Wo ist der Körper hin? Wäre tot. Was? Das ist ihre normale Stimme, aber... Wollt ihr ihn nicht einfach so platt machen? Ich guck nur zu. Über dir. Alfino. Das ist sie selbst. Und was ist das? Nur eine Chance.
Okay, sie ist mit ihrem Körper, oder? Hör auf! Bitte! Warum sollen nur wir Schmerzen leiden? Sie alle sollen nicht stören! Ciao. Wir sind in Sicherheit. Warum habe ich gerade das Gefühl, dass mein Charakter stirbt? Ich bin Bond. James Bond. Den Game aber ohne Ton. Das hatte neulich auch jemand. In irgendeinem Stream. Da hatte die Freundin auch keinen Ton. Glaube ich. Das ist, glaube ich, ein Bug. Oder glaubst du etwa, die zwei Schatten werden dir helfen? Oh Gott, ich bin müde. Ich will nicht gegen sie kämpfen. Das ist das Zeichen des Widerstands. Doch schon bald wirst du untergehen. Geschlagen, geschunden, auf den Boden wendend, wirst du deine Machtlosigkeit in die Welt hinausschreien. So wie wir geschrien haben. Die Trauer, der Schmerz, das Leid. Wir haben alles gelebt. Doch was hat es uns gebracht? Wir sind zusammen gestorben. Mehr nicht. Am Ende teilten wir uns nichts außer den Tod. Hi. Habe ich dich endlich gefunden? Nein. Meine treue Gefährtin. Ich weiß jetzt, was du in mir suchtest. Und auch, was meine Seele von dir verlangte. Hoch oben in den nördlichen Meeren schloss ich einen Handel mit der Frau von eurem Bund. Diejenige, die deine Gabe hat. Was? Nur einmal sollte ich dem Bund in der Not helfen. Ich schlug ein und es öffnete mir einen Weg an den Rand des Universums. Zu dir. Ich verleih
gibte mir den Rest des Urkristalls ein, nahm diese Form an und schwang mich empor in den Raum zwischen den Sternen. Der Gedanke an einen Kampf mit dir beflügelte mich so, dass ich gar das Licht überholte. Das ist also die Beute, auf die du es abgesehen hast. Warum ist sie noch am Leben? Hast du mir nicht deutlich zu verstehen gegeben, dass du niemals der Boshaftigkeit verfällst, nie die Hoffnung verlierst? Stimmte das etwa nicht? Das sind beide scheiß Antworten gerade in der jetzigen Situation. Natürlich. Wenn du deine Waffe führst, dann gegen mich. Nee, gerade bist du mir eigentlich herzlich egal, aber hi. Endlich! Die letzte Jagd beginnt! Kämpfe ich jetzt gegen beide oder kämpfe ich nur gegen einen von beiden? Kämpfe ich in der Luft? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ernsthaft jetzt? Das ist einfach warm. Also jetzt ist es echt warm. Alter. Wer ist bereit für den Endkampf? Alter. Danke. Jetzt muss ich erstmal reinkommen. 12 Minuten. Gott, ich bin völlig fertig. Alter, wir sind tatsächlich auf Xenos drauf gerade. Hybrid, Klappe!